Auf zu den letzten drei Spielen. Wir können kein Gold 1 mehr werden, nur noch Gold 2. Dafür brauchen wir jetzt noch zwei Sieger aus drei Spielen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, zwei Spiele ausfallen ist nicht so geil. Och, weil wir das letzte Spiel halt wieder mal unverdient verlieren mussten. Ich weiß nicht, letzten Sekunden habe ich dann vielleicht auch nicht mehr total aufgepasst, aber es waren halt einfach wieder zwei beschissene Lackertore. Dieser scheiß Kopfball am Ende, dieser unsinnige. Ich meine, das 1-1 war auch schon kacke, aber dann der Kopfball wieder in der letzten Sekunde, unglaublich. Egal, ich gewinne jetzt die letzten drei Spiele und fertig aus. Wenigstens noch Gold 2. Oh Gott. Was ist das denn? Okay, das wird wahrscheinlich. Wir werden wahrscheinlich nie wieder auf ein krasseres Team treffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Legenden. Wetten mal, das spielt total schlecht und der wird abbrechen. Pass auf, das ist fast immer so. Wenn solche richtig krassen Überteams sind, fast immer schlechte Spieler, die einfach, weiß ich nicht, Haufen Geld ausgeben für Ultimate Team, aber überhaupt nicht spielen können und dann nach einem 3-0 in der fünften Spielminute abbrechen. Passt auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ein schlechter Spieler ist. Das ergibt auch gar keinen Sinn, dass der jetzt ein mega gutes, ein mega krasses Team hat und ich gegen ihn spielen muss, weil ich total schlecht spiele zurzeit. Und dadurch von der Punktewertung her auch nicht auf mega krasse Gegner jetzt eigentlich kommen sollte. Passt auf. Da kommt schon der erste unsinnige Fehlpass. Der verschießt. Nice. Ach so, es war noch eine Ecke. Okay, also ganz ehrlich, jetzt im ersten Moment, da fühlt sich gar nicht doof an. Er scheint ziemlich anständig zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Wen hatte der eigentlich im Tor? Oh, ich habe mein Handy noch an. Wen hatte der am Tor? Ja, genau, Second Info Mandanovic. Oh, fuck. Na, oh, das war schlecht. Oh, das scheiß Handy habe ich abgelenkt. Nice luck. Oh, jetzt kommt diese Pace-Kacke. Zum Glück. Danke. Ich gehe mal auf Defensiv. Abgefälscht! Oh, krass. Abgefälscht und nicht krass.
War mal ein richtig schwacher Schuss, da haben wir Glück gehabt. Ja, wir waren zuletzt rein, alles klar. Ja, und der Gegner spielt leider überhaupt nicht schlecht. Also das ist krass, dass ich so einen Gegner bekomme. Gegenteil, der Gegner spielt ziemlich gut. Ich meine, es gibt logischerweise noch bessere Spieler, aber er hat ein krasses Team und er kann damit ganz gut umgehen bisher. Oh, toll. Ich hätte glaube ich lieber flach spielen sollen. Ja, es könnte auf jeden Fall schon 1-0 für den Gegner stehen, aber wir hatten auch schon gute Chancen, also es könnte auch schon 1-1 oder so stehen. Aber natürlich ein Alu-Treffer ist nochmal ein Tick besser als nur eine gute Chance. Schwacher Pass, ich weiß nicht von wem, aber. Alu, ausgeglichen. Wenn ich so in jedem Spiel spielen würde, so konzentriert und darauf bedacht, keinen Fehlpass zu machen, dann hätte ich auf jeden Fall viel mehr Spiele gewonnen. Dann würde ich generell viel mehr Spiele gewinnen. Oh, das war schlecht. Es ist nicht unverdient, dass er das Tor schießt, aber wie das wieder fällt. Da stehen zwei Mann an ihm dran und er kann trotzdem schießen mit seiner Scheißlegende. Oh, da kann ich mir Mühe geben, wie ich will. Das ist halt auch kein Skill. Das ist einfach nur. Ja, ich weiß nicht, was es ist. FIFA 18 halt. Oh. Bitter, ärgerlich und ich werde es wahrscheinlich verlieren gegen ihn, aber ich versuche trotzdem weiter dran zu bleiben und so zu spielen wie bisher. Schön gespielt. Das ist das Ding, ne? Bei mir, bei ihm stehen zwei Spieler dran und niemand blockt oder macht irgendwas. Und bei mir ist ein einziger Spieler, der aus Versehen reinläuft mit seinem Scheißknie. Geil. Ja, klatscht doch dafür, dass du eigentlich gar nichts gemacht hast. Das zweite Mal Alu, was sonst? Das ist halt auch wieder so ein typisches Spiel, wo dann so ein Scheiß passiert. 100 Mal Alu. Dritte Mal Alu. Mal gucken, wie ob wir es noch schaffen.
Oh, na also. Ja, war auch ein bisschen lucky, aber ich denke, wer dreimal Alu schießt, der hat es auch nicht verdient. Einen getunnelt, der andere habe ich noch nicht getunnelt. Auch wenn der mit dem Weg stand. Lieber Anderson in den Lauf geschickt, er macht's nicht. Wozu auch? Einfach noch mal eins runterlegen, Perisic komplett frei, ich hab's zu spät gemerkt. Oh, fuck, ich hätte mein Handy mal ausmachen sollen in der Halbzeit. Oder lautlos zumindest. Das war's. Haben wir Glück, dass der nicht reingeht, aber es war so klar, oder? Er rennt halt einfach durch mit dem Spieler, wieso auch nicht? Fuck! Ich muss jetzt eh mal wechseln, von daher mache ich es mal lautlos, wenn ich jetzt Pause habe. So, zuerst mache ich Sandy laut los, Moment. Ah, Moment. So. Ach so, jetzt habe ich komplett vergessen zu wechseln, ich Trottel. Weil ich so abgelenkt war. Stand mal genau richtig und trotzdem hat es sich gebracht, um den Konter zu unterdrücken oder zu verhindern. Alter, wie er den hält, der Handanovic. So krass. Dass Icardi den nicht direkt versenkt, aber egal. Jetzt wird es aber schwer, die letzten 12 Minuten.
Ich gehe jetzt direkt auf Zeitspiel, wenn ich den Ball habe. Ist nicht ganz unverdient, aber ich glaube, ein Unentschieden wäre verdienter. Das war jetzt schön gespielt auf jeden Fall. So, und jetzt Zeitspiel. Wenn ich es schaffen soll, mal den Ball ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Weiß ich nicht, was gerade los ist, also was die gerade machen. Gebe ich so nicht ein. Ich wäre auch nur dieses eine Spiel machen können in der Aufnahme und werde dann schneiden. Konzentrieren. Wäre krass, wenn wir es wirklich schaffen würden, gegen den zu gewinnen. Dann hätten wir auch noch zwei Spiele. Das war scheiße. Das ist krass, wie wir es gar nicht schaffen, auf Zeit zu gehen. Nicht mal ansatzweise. Es klingelt an der Tür. Ich versuche mal nicht ablenken zu lassen. Das war's. Sehr geil, wir haben wirklich gegen das absolut krasse Mega-Team gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an mich selbst und vielen Dank und Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Also schneiden dann gleich, ne? Tschö.